Dieser Schriftzug ist das Erste, was der Besucher sieht, wenn er sich dem Bauhaus hier nähert. Und hier sieht man auch sehr eindrücklich eines der Grundprinzipien des Bauhauses, Transparenz. Wenn man direkt hier am Schriftzug steht, dann sieht man die dahinterliegende Glasvorhangfassade als solche noch nicht, sondern man sieht eine durchgehende graue Linie, die durch die vorstehenden Fenstersprossen gebildet wird. Und erst wenn man um das Gebäude herumgeht zum Haupteingang, dann öffnet sich die Fassade. Man sieht die Fenster zwischen den Rahmen, die werden immer größer. Und dann kann man erst hineinsehen in die Werkstätten und durch die Werkstätten durchsehen nach draußen wieder. Also Gropius zeigt einem beim Zugehen auf das Gebäude, wie er die Architektur öffnet. Das Bauhaus wurde am 1. April 1919 in Weimar gegründet durch Walter Gropius. Es war die erste und ist bis heute die bedeutendste Hochschule für Gestaltung überhaupt. Als absehbar war, dass das Bauhaus in Weimar würde schließen müssen, bewarb sich der Dessauer Stadtrat intensiv um das Bauhaus. Denn als aufstrebende Industriestadt hatte man ja ein großes Interesse daran, mit dem Bauhaus zusammenzuarbeiten. Und so versprach die Stadt dem Bauhaus große Aufträge. Man stellte dieses Grundstück für den Neubau eines Schulgebäudes zur Verfügung. Und man finanzierte diesen Neubau mit 1 Million Reichsmark. Alles in allem also ein Angebot, was Gropius nicht ablehnen konnte. Und heute gilt dieses Bauhausgebäude als Initialbau der Moderne, weshalb es auch in die UNESCO-Weltkulturerbeliste aufgenommen worden ist. Das Bauhausgebäude ist 1925-26 nach den Entwürfen von Walter Gropius hier errichtet worden. Und seit 1996 gehört es zum UNESCO-Weltkulturerbe, denn es ist ein Initialbau der Moderne. Gropius nimmt Abstand von der Verspieltheit, von der Verschnörkeltheit der Jugendstilkunst und die Zweckgebundenheit. Die Ablesbarkeit der Nutzung, die wird plötzlich schuld. Die Form folgt der Funktion. Das ist eines der Grundprinzipien des Bauhauses. Das gilt auch für die Architektur. Das Gebäude setzt sich aus verschiedenen Gebäudeteilen zusammen, die alle verschiedene Fassaden haben, die die Funktion auch anzeigen. Und Gropius hat es wie eine kleine Stadt organisiert. Es gibt hier Wohngebäude, in denen man übernachten kann. Es gibt Gebäude, wo man seine Freizeit verbringen kann. Das ist die Festebene. Es gibt Gebäude, worin man arbeiten kann. Das sind die Werkstätten. Und es gibt sogar ein Ortseingangsschild.